Willkommen zur zweiten Aufnahme von Fragen Sie mich nicht, besser werden, ohne die Kunden zu fragen. Ganz kurz will ich vorstellen, wer wir sind, wer ich bin, aber keine Angst, es wird jetzt keine Sales-Vorstellung. Ich bin einer der Gründer der Future Lab. Wir sind seit 15 oder eigentlich inzwischen seit 17 Jahren unterwegs als der europäische Spezialist auf dem Gebiet von Customer Centricity und Customer Experience. Und dabei fangen wir oft an mit Voice of the Customer Programm und das hat uns natürlich auch inspiriert zu dem Thema, mit dem wir uns heute befassen. Wir sind seit etwa 2 Jahren Teil der Infinite CX Gruppe, daher kommt auch der starke Bindung zum Contact Center und im Laufe der Jahre haben wir die Ehre, die Freude gehabt, um für viele bekannte Namen arbeiten zu dürfen. Gut, worum geht's heute? Wir lieben Voice of the Customer, wir lieben NPS. Warum lieben wir das? Weil es uns hilft, um sehr einfach und schnell die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, dadurch, dass wir kurze und einfache Fragen stellen, wodurch wir einen relativ guten Rücklauf haben, direkt analysieren können, auch auf das Niveau des einzelnen Kunden. Es gibt einfache Ergebnisse, die verständlich sind für alle, die auch kurz und griffig gemacht werden können für den Vorstand. Und wir können schnell erste Themen und Quick Wins daraus ziehen. Also wir lieben Voice of the Customer. Aber wir haben im Laufe der Jahre und verstärkt in den letzten Jahren gesehen, dass es doch immer mehr Probleme gibt, damit, dass zum Beispiel eine Umfragemüdigkeit auftritt bei Kunden. Oder dass wir zu wenig Beteiligte haben, dass die Fragen zum falschen Zeitpunkt gestellt werden, die falschen Fragen gestellt werden. Oder auch ganz einfach, dass Firmen aus gewissen Gründen es vorziehen, die Kunden nicht zu befragen. Auf jeden Fall nicht mit einem Survey. Und dazu, wenn schon befragt wird, findet es auch noch oft so statt, dass viele Themen, die eigentlich aus diesem Voice of the Customer kommen könnten, unbeachtet bleiben, weil es Probleme in den Umfragen gibt, weil Service-Tickets wichtiger sind, als dem Kunden eine Frage zu stellen, beziehungsweise dass man denkt, dass man einem Kunden, der gerade in einem Beschwerdeprozess ist, keine Fragen stellen sollte oder dass zum Beispiel die Ergebnisse nicht ins CRM-System kommen. Es ist manchmal auch schwierig zu messen, weil viele Daten doch unstrukturiert bleiben und dadurch nicht ausgewertet werden, nicht umgesetzt werden, es werden keine Aktionen abgeleitet und ganz grundsätzlich viele Themen bedürfen eigentlich einer tieferen Analyse als die, die man typischerweise in der ersten Voice of the Customer Analyse machen kann, zum Beispiel nach Kundensegment unterteilt, Trends mit reinnehmen, Unternehmensziele verbinden. Also darum wollen manche Firmen überhaupt keine Umfragen machen. Wir sehen sinkende Rückläufe und wir sehen, dass auch nicht immer die richtige Frage gestellt wird. Zu oft wird zum Beispiel NPS am Touchpoint gefragt, was eigentlich gar nicht mal die richtige Frage ist. Denn Leute empfehlen nicht auf Basis eines einzelnen Touchpoints, sie empfehlen auf Basis der Gesamtbeziehung. Also viel besser am Touchpoint, zum Beispiel Touchpoint Contact Center, ist der Customer Effort Score, wie einfach war es, ihr Problem zu lösen, oder Customer Expectation Score, haben wir ihre Erwartungen erfüllen können. Gut, auf Basis dieser Hintergründe haben einige unserer Kunden uns gefragt, ein neues Modell zu entwickeln und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Und was wir eigentlich machen wollen, ist sagen, oder was wir machen, ist das Registrieren aller Signale, die Kunden abgeben, aller Signale, die wir einfangen können, um auf Basis dieser breiten Signale feststellen zu können, wie zufrieden oder unzufrieden Ihre Kunden sind nach der Interaktion mit dem Contact Center, aber eben ohne sie explizit zu fragen, ohne eine Umfrage zu schicken. Warum wollen wir das machen? Um sicherzustellen, dass wir keine Umfrageverzerrung kriegen, zum Beispiel, dass nur, mal ganz grob gesagt, nur die Leute, die zu viel Zeit haben, eine Umfrage füllen oder dass nur die Leute mit einer extremen Meinung sich melden, dass wir die Kunden nicht irritieren. Und sehr wichtig und vielleicht am allerwichtigsten, dass wir jeden Kontakt, jeden Kunden mit reinnehmen, statt
nur eine Stichprobe zu nehmen. Und die Stichprobe ist ja manchmal, weil wir das selber entscheiden, aber manchmal auch ganz einfach, weil halt nur 10% oder 15% der Kunden sich bereit findet, um eine Umfrage zu beantworten. Und wenn es eine schlechte Umfrage ist, dann ist es ja oft noch viel weniger. Und halt, wenn Umfragen nicht möglich oder nicht gewollt sind. Und wofür, was wollen wir damit erreichen? Eigentlich, dass wir einen Schritt weiter gehen, schon gleich als im Klassiker, dass wir erstmal eine Kundenbefragung machen, dann eine Auswertung machen und dann sehen, wie wir daraus Maßnahmen ableiten. Wir gehen ganz viel schneller an den Kern der Sache ran. Wir können konkret Kundenabwanderung verhindern. Wenn wir von jedem Kunden verstehen, wie er sich fühlt oder wie sie sich fühlt nach der Interaktion und wir merken, dass gewisse Kunden wirklich unzufrieden sind, wirklich unglücklich sind, können wir sofort darauf einsteigen und verhindern, dass sie irgendwann in den nächsten Wochen wütend weggehen und wütend die Firma verlassen. Wir können auch andersrum proaktiv Verkauf von Upsell, Cross-Sell und dergleichen einleiten, wenn wir wissen, dass jemand wirklich begeistert ist von der Situation. Wir können Agenten zum Teil schon während des laufenden Anrufs Informationen besorgen, die dem Agenten helfen, Kundin besser zu bedienen, aber zugleich sammeln wir auch unglaublich wichtige Informationen für den nächsten Anruf. Bei dem Ganzen hilft natürlich, dass wir dadurch eine bessere Priorisierung von verschiedenen Projekten zur Prozessverbesserung und zur Customer Experience Verbesserung schaffen können. Und ganz grundsätzlich hilft es uns, die Kundenprofile anzureichern auf eine Art, die dann auch der Ganzfirma hilft, sodass wir nicht nur hängen bleiben, um es mal so despektierlich zu sagen, im Contact Center, sondern auch Marketing, auch Sales und wem auch immer in der Firma viel bessere Kundeninformationen zur Verfügung stellen können, die da wieder helfen. Ich will es natürlich nochmal sagen, wir sind CX-Berater, aber auch Kundenstimme-Erheber, Kundenversteher. Es ist nicht, dass wir sagen, hört auf mit gute Umfragen zu machen. Kundenfeedback im breitesten Sinne mit den direkten Kommentaren von den Kunden in Antwort auf eine Frage sollte weiterhin gesammelt werden. Wir wollen nur die ganze Palette erweitern und tiefer gehen, breiter gehen und dadurch auch einfach die Firma imstande stellen, eine viel bessere Beziehung aufzubauen. Ganz wichtig dabei ist, und ich komme da mehrfach drauf zurück, die Rolle der Agenten. Wir brauchen den Einsatz der Agenten, wir brauchen Zeit der Agenten. Aber der ROI-Fokus ist natürlich auch ein anderer. Und wir liefern einen höheren ROI dadurch, dass wir die Agenten besser einsetzen. Und das liefert halt bessere Ergebnisse und das können wir Ihnen auch beweisen und da reden wir gerne weiter mit Ihnen drüber. Also, wie machen wir das jetzt genau? Eigentlich war der Ausgangspunkt, als unser erster Kunde mit der Frage kam, eine Bank, beziehungsweise eigentlich ein Contact Center Dienstleister für eine Bank. Die haben gesagt, hör zu, wir wollen die Kunden nicht befragen. Unsere Bank will das nicht, die machen selber Kundenbefragungen, die wollen nicht, dass wir da nochmal zwischenfunken. Und ehrlich gesagt, wir haben auch aus der Vergangenheit gemerkt, dass wir nicht die Rückläufe kriegen, die wir wollen. Okay, unser Ausgangspunkt ist, wir messen die Zufriedenheit der Kunden in allen verschiedenen Möglichkeiten, NPS, Customer Experience, Customer Effort und so weiter. Weil uns das hilft, das künftige Verhalten der Kunden vorherzusagen. Mit anderen Worten, es geht uns darum, dass wir gewünschtes Verhalten verstehen und im Endeffekt auch stimulieren wollen. Das gewünschte Verhalten, der Kunde bleibt loyal, kauft öfter bei uns. Wenn wir diese Verhaltensweisen, diese Loyalität auf andere Weise observieren können, können wir die Messung überspringen. Und idealerweise bauen wir das dann auf den schon existierenden Ergebnissen oder vielleicht nochmal eine Einstandsmessung zu machen. Wir müssen natürlich schon wissen, was in der heutigen Situation die Kundenzufriedenheit ausmacht. Und was wir denken und eigentlich auch immer wieder beweisen können, ist, dass glückliche Kunden mehr kaufen, weniger verhandeln,
sich weniger beschweren oder die Beschwerden sind leichter abzuarbeiten und auch mehr Neugeschäft bringen. Und auf der anderen Seite der Skala haben wir natürlich die unzufriedenen Kunden, die weniger kaufen, schneller abwandern, Zeit verschwenden, beziehungsweise mehr Zeit nehmen. Vielleicht ist Verschwenden ein zu negatives Wort, aber sie nehmen halt viel mehr Zeit, um sie wieder zufriedenstellen zu können. Und auch anderen über ihre schlechte Erfahrung berichten. Also das ist der Ausgangspunkt. Das ist eigentlich, womit wir schon immer arbeiten, wenn wir über Kundenstimme reden. Wenn wir jetzt messen wollen, ohne zu fragen, dann haben wir eigentlich drei Ansatzpunkte. Und alle drei werde ich etwas weiter vertiefen natürlich. Auf der einen Seite können wir einen Rückblick machen und sagen, was ist eigentlich passiert vor oder auch nach der Interaktion? Also die Serviceanfrage wurde abgeschlossen innerhalb von 5 Minuten beim ersten Call. Dann können wir davon ausgehen, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt hat auf die Kundenzufriedenheit. Die Wartezeit war kürzer als 20 Sekunden. Ist auch ein positiver oder zumindest kein negativer Effekt. Und im Umkehrschluss natürlich, wenn wir sehen, dass die Wartezeit mehr als, ja, was auch immer relevant ist in diesem Fall, 30 Sekunden oder 30 Minuten, wenn die Wartezeit länger war als Punkt X, können wir daraus ableiten, dass höchstwahrscheinlich dieser Kunde da einen negativen Einfluss genommen hat. Natürlich, keiner dieser Elemente in sich selber ist durchschlaggebend. Deswegen geht es natürlich darum, viele verschiedene dieser Parameter herauszufinden. Der ultimative Beweis ist natürlich die Abwanderung. Wenn jemand eine Woche nach dem Call seinen Vertrag kündigt, na, dann war er wohl nicht zufrieden. Auf der anderen Seite, wenn die Kundin bleibt und zugleich sogar noch Neukunden empfiehlt oder Neukunden bringt, ist das auch ein großes Zeichen, dass sie zufrieden ist. Ohne dass wir sie fragen müssen, wärst du bereit zu empfehlen? Nein, sie hat empfohlen. Zweitens haben wir natürlich die Verhaltensbeobachtung. Klassische Sentimentsanalyse. Wir können ja mithören im Gespräch und analysieren, was für Worte, aber auch was für Gemütselemente können wir aus diesem Gespräch rausholen. Welche Kontaktcenter-Interaktionen hat es jetzt konkret gegeben? Wie ist das Gespräch verlaufen mit dem Mitarbeiter? Wie, wenn wir das zum Beispiel jetzt verbinden bei einer Bank mit einem noch weiteren Verständnis der Kunden, wie war das Benehmen in der Filiale? Es gibt sogar Firmen, die da mit Hightech-Optionen wie Gesichtsausdrucksanalyse arbeiten. Ich melde es, aber ganz ehrlich, ich denke, dass das im DSGVO nicht unmöglich, aber halt schwierig umzusetzen ist. Und dann gibt es genug andere Sachen, die wir da noch machen können. Und natürlich auch das Benehmen auf den sozialen Medien. Und ganz wichtig, ein wirklich essentielles Element hierin ist, die Agenten zu befragen. Da komme ich gleich nochmal weiter drauf. Also ergebnisbasiert, wie gesagt, wenn die Wartezeit kurz war, wenn wir ein First Call Resolution hatten, zahlt alles auf die positive Haltung der Kundin ein. Wenn der Kunde 5-mal anrufen musste oder 3-mal weitergeleitet wurde oder er immer wieder nach seinem TAN gefragt wird. Wir haben das gerade bei noch einer anderen Bank, wo wir auch mal mitgehört haben und hören, wie die Kunden schimpfen, wenn sie immer wieder nach diesen Zahlen gefragt werden, die sie aus irgendeinem Grund nicht haben oder denken, dass sie nicht haben. Das sind alles Zeichen dafür, oder es zahlt alles auf eine Kundenunzufriedenheit ein. Und unsere Partner von Care4CC können das alles perfekt messen. Und dann können wir uns das natürlich anschauen. Und diese Messung gibt uns natürlich nicht nur für das Predictive NPS oder dieses Fragen Sie mich nicht Element. Es ist ganz grundsätzlich unglaublich interessante Information. Wenn jemand 20 Mal anruft, natürlich ist er dann nicht zufrieden. Aber wir können hier zum Beispiel auch sehen, vor allem wenn wir dann korrelieren mit den anderen Zeichen für Kundenzufriedenheit oder Unzufriedenheit, was passiert eigentlich wirklich? Wir geben den Mitarbeitern eine AHT von 3,5 Minuten vor. Wie lange dauern denn diese Calls, zum Beispiel die ersten? Wir haben es bei einem unserer Kunden im Contact Center gemerkt, dass die guten Agenten,
Ich weiß, das klingt jetzt sehr ironisch, die guten Agenten haben alle Regeln gebrochen, weil die hatten ein AHT vorgegeben, gekriegt von 3,5 Minuten. Sie wussten aber, dass sie eigentlich 7 Minuten brauchen, um einen Kunden gut zu bedienen. Also haben sie immer, wenn das Telefon ging, einmal aufgenommen, sofort wieder aufgelegt, weil sie damit einen Call von einer Sekunde hatten, womit sie für den nächsten Call 6 Minuten 59 Sekunden nehmen konnten. Also das sind alles so unglaublich interessante Nebenergebnisse, die wir hier rausholen können. Oder zum Beispiel, wie wir gesehen haben, dass alle Calls, alle Beschwerden, die am Ende des 7. Tages als abgehandelt gewertet wurden von Agenten, einen sehr schlechten NPS-Wert kriegen, wenn dann am nächsten Tag gefragt wurde. Warum? Weil der KPI war, abwickeln innerhalb von 7 Tagen. Also haben manche Agenten, natürlich längst nicht alle, aber manche Agenten haben tatsächlich am Ende des 7. Tages einfach auf den Knopf abgewickelt gedrückt. Und der Kunde kommt am nächsten Tag als eine neue Beschwerde rein. Das sind alles die Sachen, die wir aus einer durchgetriebenen Analyse von was eigentlich wirklich passiert, rausholen können. Ich habe schon gesagt, wie lange dauert ein Call? 5 Minuten im Durchschnitt. Warum haben wir so viele Calls von weniger als einer Minute? Auf der anderen Seite, warum haben wir Calls, die 30, 40, 50 Minuten dauern oder sogar 2 Stunden? Diese Outlier-Analyse ist, was uns unglaublich hilft, um festzustellen, hey, da ist was passiert, was einen großen Einfluss hatte auf die Zufriedenheit des Kunden. Und eben manchmal auch, oh, da stimmt was mit unserem Prozess nicht oder stimmt was mit unseren KPIs nicht. Aber das ist nicht das Thema für heute, aber das besprechen wir auch sehr gerne mit Ihnen, wenn das mal Interesse ist. Oder im IVR, wenn jemand 40 Mal ein DTMF eingibt, da stimmt auch was nicht. Und wir hatten den einen Outlier da, der 128 Mal in 3 Minuten die Null eingetippt hat, weil er einfach so angesenkt war, dass es nicht voranging. Gut, dann wissen wir auch ganz einfach, dieser Kunde ist nicht zufrieden. Können wir ganz einfach ableiten. Up- und Cross-Selling. Wir können natürlich auch wieder ganz einfach daraus ableiten, was ein Kunde macht. Hat ein neues Produkt, hat ihren Vertrag verlängert, hat die Firma einer Freundin empfohlen. Oder andersrum, hat seinen Vertrag gekündigt oder nimmt seit dem Call immer nur die billigste Option. Sind alles Sachen, die einzahlen auf dieses den Gesamtscore, wie zufrieden ist der Kunde. Keine dieser Elemente in sich selber gibt eine schlüssige Aussage, aber all die Elemente, all die Parameter zusammen helfen uns verstehen, was ist eigentlich los mit diesem Kunden. Und wie gesagt, die Verhaltensbeobachtung ist natürlich auch ganz eindeutig, wenn ein Kunde wütend ist im Call und am Anfang schwere Worte, Beleidigungen oder ich akzeptiere das nicht und, oder wen denken Sie eigentlich, den Sie vor sich haben, das sind natürlich alles Zeichen, dass ein Kunde da unzufrieden ist. Wenn er aber zum Beispiel am Ende des Calls besänftigt ist und sogar wieder positiv oder fröhlich, dann wissen wir, dass wir einen Kunden wieder zufrieden gemacht haben. Sind also auch ganz wichtige Elemente, um zu verstehen, was hier los ist. Und wie gesagt, die Sentimentsanalyse ist für uns ein ganz wichtiges Element hierin. Und das Schöne ist ja, dass das inzwischen technologisch eigentlich recht einfach geht. Wir können relativ schnell ein Transkript aufsetzen, was wir automatisiert, anonymisiert nach Google reinschicken können. Google macht da automatisch eine Analyse, gibt uns das zurück. Das kostet wirklich nur noch Cents pro Transaktion. Also vor 10 Jahren war das alles ja noch der heilige Gral. Inzwischen können wir unglaublich viel für relativ oder sogar effektiv wenig Geld. Ein anderer Teil der Contact-Center-Interaktionen ist natürlich auch der Rest des Benehmens der Kundin. Und das hilft uns zu verstehen, mit was für einem Typen von Menschen haben wir hier zu tun. Komme ich später nochmal sehr spezifisch drauf zurück, weil das ist eigentlich ein bisschen ein Steckenpferd für uns. Wenn wir den allgemeinen Geisteszustand
des Kunden oder der Kundin verstehen. Ist das im Allgemeinen eine geeilte oder eine ruhige Person? Ist das eine emotionale oder eine rationale Person? Ist die eher freundlich oder streng? Ist die interessiert oder gelangweilt? Je öfter wir mit dieser Person sprechen und umso besser wir anfangen zu verstehen, mit wem wir eigentlich zu tun haben. Und es fängt schon ganz einfach an. In dem gleichen Automotive Contact Center haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, lass uns die Kunden doch einfach mal fragen. Wollen sie es schnell oder wollen sie es gründlich? Ging auch wieder um die Beschwerden. Und Sie können sich vorstellen, wie die erste Reaktion dieser sehr ingenieurgetriebenen Firma ist. Unmöglich, geht gar nicht. Alle Kunden müssen schnell und komplett und gründlich behandelt werden. Ich habe so lange gebettelt, bis sie mir das doch gegeben haben, diesen Test. Und es war wirklich erhellend, weil 50% ungefähr, die Hälfte der Kunden sagte, wissen Sie was, es ist eine doofe Beschwerde, geben Sie mir einfach 50 Euro für einen Gutschein für dreimal Autowäsche, dann ist recht. Ich will das weghaben, ich will ja nicht mehr dran denken. Und das ganze Ding war in 2 Minuten abgewickelt. Auf der anderen Seite, manche Kunden sagten, nee, ich will, dass sie dem wirklich auf den Boden gehen und ich will da wirklich eine richtige Antwort haben, was ist hier schiefgegangen, wem ist das vorzuwerfen. Ja, das nimmt dann viel mehr Zeit, aber wir haben die erste Gruppe schon mal raus. Wir haben sie sofort bedienen können und diese Gruppe ist sowieso rausgegangen, super zufrieden. Die zweite Gruppe auch super zufrieden. Da und für die Agenten übrigens auch angenehm, weil sie dann für die, wo es wirklich sich lohnt, richtig Zeit nehmen können. Nicht mehr eilig, wir müssen versuchen, das in 10 Minuten durchzuziehen. Und wie gesagt, wir haben natürlich alle Möglichkeiten von Sentiment und Verbatim-Analyse. Es geht ja sogar live, aber wie gesagt, auch einfach Transkripte machen, die im Nachhinein analysieren, hilft natürlich auch unglaublich. Wenn wir das machen, sollen wir bitte schön auch alle anderen Formen von Interaktionen, die wir mit einem gewissen Kunden haben, damit reinnehmen. E-Mails, die geschickt werden vom Kunden, Texte im Chat oder SMS, die geschickt werden. Je mehr dieser Themen wir damit reinnehmen können, desto besser können wir verstehen, was für einen Kunden wir haben, was wichtig ist für diesen Kunden und wie zufrieden er oder sie ist. Und dann mein zweites Steckenpferd ist, redet mit den Agenten. Und das ist eigentlich jetzt nochmal auf die Seifenkiste gestiegen. Abgesehen von einem schönen Predictive-Modell, was wir hier vorstellen, ganz grundsätzlich, wir fangen immer an, mit den Agenten zu reden. Weil die Agenten werden zu oft gesehen als einfach ein Prozessteil, während die Agenten merken ja, welcher Prozess nicht gut ankommt bei den Kunden. Wir können ganz einfach anfangen, und das braucht ja wirklich nicht mehr als 30 Sekunden am Ende des Calls zu sein. Und ich weiß, 30 Sekunden zählen, aber der ROI für diese 30 Sekunden ist wirklich sehr hoch. Lieber Agent, liebe Agentin, du hast gerade gesprochen mit dieser Kundin. Was denkst du? Wie zufrieden war die? Würde die dich weiterempfehlen? Aber auch prozessbezogen. Hey, wie einfach war es, das Problem dieser Kundin zu lösen? Und war das Ergebnis erwartungsgemäß? Und denkst du, dass die Kundin zufrieden war mit dem Ergebnis? Was ja eine andere Frage ist, als fühlte die Kundin sich gut bedient? Das ist ja zum Beispiel das Problem, was wir oft sehen, wenn wir ein Touchpoint-NPS machen oder wenn Firmen den machen. Wir fragen, aufgrund dieser Contact-Center-Erfahrung, würden sie uns empfehlen? Und dann sagt der Kunde, Moment, ich weiß eigentlich nicht. Das Ergebnis war nicht so gut. Aber der Agent war super freundlich. Also was soll ich jetzt sagen? Und auch, und das braucht natürlich nicht nach jedem Call, sondern einfach mal ab und zu, vielleicht alle halbe Jahr, alle Mitarbeiter und vor allem die Agenten zu fragen, würden Sie die Produkte der Bank oder würden Sie die Produkte unserer Firma empfehlen? Denn die hören ja von den Kunden, wo der Schuh klemmt. Und die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also diese unglaubliche Schatzkiste an Kundenverständnis und Prozessverständnis und Produktverständnis wird viel zu wenig geöffnet.
Und hier, deswegen benenne ich es auch wirklich als den dritten, die dritte Säule, weil wenn wir das grundsätzlich machen, dann haben wir schon die Hälfte von dem, was wir erreichen wollen. All die anderen Daten helfen weiter, aber das hier sind die besten Daten, um zu helfen, ein besseres CX, einen besseren ROI zu erreichen. Und wie gesagt, mein erstgenanntes Steckenpferd ist die Touchpoint Personality. Wir kennen alle das Thema Personas. Personas sind unglaublich nützlich, wenn wir Marketingkampagnen entwickeln wollen, sind aber oft zu komplex oder zu weitläufig, wenn es darum geht, was passiert eigentlich am Touchpoint. Für die meisten Menschen sind am Touchpoint nur ganz spezifische Sachen relevant, die helfen, um zu entscheiden, wie gehe ich durch diesen Touchpoint. Wir haben das in erster Instanz entwickelt für einen anderen deutschen Automobilkonzern, für Autohäuser. Wenn ein Kunde reinkommt, passiert es zu oft im Autohaus, dass er verkehrt angesprochen wird oder dass sie mit dem falschen Verkäufer zusammenkommt. Wenn wir verstehen, und wir haben das beim Automotive gemerkt, es gibt nur 6 Basistypen, wenn es darum geht, was finde ich wichtig im Autohaus. Und wenn wir wissen, was diese Basistypen sind, können wir damit natürlich unglaublich gut die Erfahrung verbessern. Also in erster Instanz zum Beispiel, habe ich jetzt vor mir einen Autotuner, der sehr emotional ist und neue Technologie liebt, oder eine Geschäftsfrau, die sehr rational ist. Der Tuner will emotional über ein Auto reden. Und da kann ich den Agenten matchen oder im ursprünglichen Beispiel natürlich den Verkäufer im Autohaus. Lass die Businesswoman mit einem sehr rationalen Verkäufer, der sagt, okay, Sie wollen ein Auto mit alles drauf und dran. Sie wissen, ich denke, Sie wissen schon, dass Sie 6% Diskonto kriegen können. Lass uns das doch einfach machen. Und zack, in 10 Minuten ist der ganze Deal getan. Bei dem jungen Mann, der das Auto lieben und hätscheln will und tunen will, ja, dem geben wir unseren jungen Tuner gegenüber und dann dauert das ganze Gespräch vielleicht 3 Stunden. Aber wir haben den treuesten Kunden forever, weil wir ihn richtig bedient haben. Und genauso geht es natürlich im Contact Center. Wir kennen alle Predictive Routing. Ja, dann lass uns das doch benutzen, dass wir routen auf Basis der Persönlichkeit. Wie wir diese Touchpoint Personality feststellen können, das ist eine Präsentation an sich, bespreche ich gerne mit Ihnen. Aber einerseits können wir das sehr einfach feststellen anhand von ein paar Markern. Und alles, was ich soeben besprochen habe, zahlt ein auf dieses Verständnis. Mit wem habe ich zu tun? Was erwartet diese Person? Und wie kann ich die am besten bedienen? Und jetzt habe ich eine vereinfachte Wiedergabe des CX-Scores gemacht, weil im Kern geht es hier um, dass wir auf diesen verschiedenen Parametern, auf diesen verschiedenen Markern eigentlich immer wieder feststellen, also das hat eingezahlt oder nicht eingezahlt oder eingezahlt auf positive Kundenerfahrung oder eingezahlt auf negative Kundenerfahrung. Also zum Beispiel Johann, wir sehen, dass Johanns Verhalten relativ positiv ist. Wir sehen, dass er zum Beispiel Telekom, dass er mehr verbraucht in der letzten Zeit. In den Interaktionen war eigentlich wenig Besonderes zu melden. Er ist halt ein ruhiger Typ. Aber im Agentengespräch hat er schon sehr positiv, fast ein bisschen geflirtet. Also das war gut, das Gespräch. Also 0,3 plus 0,1 plus 0,5 ist 0,9. Multipliziert mit der Touchpoint Personality, in diesem Fall ruhiger Typ. Das ist natürlich wirklich eine extreme Versimplung, die ich hier gebe, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Endergebnis 1,8. Johann ist ein Passiver, da brauchen wir jetzt nicht unmittelbar was zu tun, aber da die Interaktionen so ein bisschen gegen Null tendierten, nächstes Mal schauen, dass wir sicherstellen, dass das gut geht. Mira, absoluter Detraktor. Ihr Verhalten zeigt es zwar noch nicht unbedingt, sie hat ihren Vertrag noch laufen, aber wir sehen schon abnehmende Nutzung. Die Interaktion, ja, sie hing halt lange sie musste lange warten, bis sie den Agenten gesprochen hat und der Agent hat das auch richtig gemerkt. Und es war dem Agenten auch klar, dass da auch ein Personality-Mismatch war.
Es klickte einfach nicht mit Mira. Wir wissen aus ihren Interaktionen, dass Mira ein Typ ist, wo zum Beispiel eine negative Emotionalität stark spielen kann. Und so sehen wir, dass Mira im Augenblick wirklich auf dem Absprung steht. Sie ist extrem unzufrieden und redet schlecht über uns. Also müssen wir sofort zurück zu Mira gehen und sagen, komm, lass uns Tabula Rasa machen, wir fangen nochmal von vorne an. Aber das muss ein anderer Agent machen, weil mit diesem Agenten klickte es deutlich nicht. Und David ist jetzt der Gegenteil. Sein Verhalten zeigt, er kauft immer mehr bei uns. Seine Interaktionen verlaufen toll für ihn. Das Agentengespräch war wirklich super. Man hat fast über die Schulnoten der Kinder gesprochen. Also insgesamt eine 1,7. Und er ist auch noch dieser positiv-emotionale Typ. Also er kriegt das maximale Ergebnis, eine 5. Er ist halt auch dadurch ein richtiger Promoter. Also lassen wir ihn doch rekrutieren in unser Kundenpanel, damit wir regelmäßig mit ihm umgehen können. Schauen wir, wie wir ihn dazu bringen, dass er tatsächlich Empfehlungen macht. Und so haben wir das jetzt zum Beispiel für den Contact Center Dienstleister umgesetzt. Wir haben ganz vorsichtig angefangen mit 40 Parametern, ziemlich handmäßig. Auch nur mit 1-5% der Calls, auch nur bei 1-5% der Mitarbeiter, also der Calls Mitarbeiterbefragung gemacht, damit wir erstmal einfach auf SLA-Niveau für den gesamten Tag feststellen können, hat das Contact Center sein Ziel erreicht gegenüber der Bank, aber auch, damit wir schon erste Empfehlungen rauskommen könnten. Und das ist natürlich auch ein perfektes Proof of Concept. Im zweiten Niveau haben wir dann richtig raufgefahren. Alle Kunden transkribiert. Bis zu 20% Post-Call-Mitarbeiterbefragung und einen Score für jeden Call. Und da kommen dann natürlich auch viel konkretere CX- und Prozessempfehlungen bei raus. Und wir konnten auch schon anfangen, diese Verbesserungen durchzuführen und Kosten einzusparen, um dann im dritten Niveau alles auf 100% zu bringen. Und da kommt jetzt ein interessantes Nebenverdienmodell für das Contact Center. Wenn wir jetzt auch der Bank individuelle Handlungsempfehlungen weitergeben können, ist das natürlich etwas, wofür das Contact Center etwas berechnen kann. Ich will noch sagen, es ist natürlich Bon Ton im Augenblick, um zu sagen, ja, das ist KI, wir machen hier tolle Sachen. Das ist kein KI. Was wir hier machen, ist kein KI, das ist richtig altmodisches Handwerk. Naja, gut, wir nutzen Google zum Beispiel für die Sentimentanalyse, beziehungsweise für die Werberteam-Analyse. Da ist natürlich ein bisschen KI mit drin, aber ganz ehrlich gesagt, wir brauchen hier nicht Millionen auszugeben, um eine KI zu schulen. Wir haben einfach nur eine wirklich durchgetriebene Machine Learning und ganz kluge If-Then-Parameter hier angelegt. Also unser Ansatzpunkt ist, lasst uns einfach mal ganz praktisch und pragmatisch anfangen, klein auch, um nicht gleich in Riesenkosten zu gehen und erstmal zu beweisen, was es der Firma bringt. Denn es bringt eine Menge. Wir können alle Kunden analysieren. Das bleibt für mich das größte Ding, ein unglaublicher Unterschied zu, wo wir vor 17 Jahren angefangen haben mit Kundenstimmenprogrammen, wo wir immer nur auch manchmal 50% oder 60% Rückläufe haben, aber dann bleibt immer diese Frage, ja, was denn mit den anderen? Warum haben die nicht geantwortet? Wir können bessere Kundenprofile aufbauen. Dadurch viel besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen und zum Beispiel die richtigen Agenten einsetzen und dadurch mehr kommerzielle Erfolge erzielen. Also das Ganze geht hier darum, wie können wir mehr ROI bringen? Wie können wir als Contact Center vom Cost Center zum Profit Center kommen? Wer mich schon mal gehört hat, weiß, dass das mein ultimatives Steckenpferd ist. Das Contact Center ist ein unglaubliches Wertschöpfungscenter für die Organisation. Und das hier ist eine Art, um das noch ganz stark ranzubringen. Und natürlich, ich weiß, wie empfindlich das liegt. Ja, das Ganze geht DSGVO-konform. Da müssen wir ein bisschen weiter drüber reden, aber wir haben das geschafft und es ist auch
wenn man das richtig angeht, gar nicht mal so komplex. Aber es muss halt gut durchdacht werden. Und ja, das ist unser Endziel. 100% der Kunden verstehen, wie glücklich oder unglücklich sie sind, wie zufrieden oder unzufrieden und vor allem, was wir daran machen können, um das zu verbessern. Und wenn Sie das Ganze interessiert, dann rufen Sie mich doch einfach an oder schicken Sie eine E-Mail, ist eigentlich meistens besser. Ich bin viel unterwegs, aber dann machen wir doch gerne einfach mal einen ersten Workshop, um zu schauen, wie könnte sowas bei Ihnen umgesetzt werden. Und damit danke ich Ihnen. Ich hoffe, dass Sie die Präsentation amüsiert hat, aber auch interessiert hat und ich hoffe, von Ihnen zu hören. Vielen Dank.